natürlich jede Menge Qualitätsmerkmale. Ganz entscheidend ist zum Beispiel gleich am Anfang die Gebäudehülle. Das heißt, bei diesem Bauprojekt und auch bei vielen anderen Bauprojekten entscheiden sich die Bauherren zum Beispiel schon für eine sehr hochwertige Gebäudehülle. Sprich zum Beispiel in diesem Fall klimaneutrale Ziegel, hochwärmedämmende Ziegel, die mit einer natürlichen Füllung gefüllt sind, in diesem Fall mit Perlit, einem natürlichen Vulkangestein, für eine besondere Wärmedämmung. Das ist ein großes Qualitätsmerkmal, damit praktisch von außen möglichst wenig Kälte ins Haus kommt und die Wärme möglichst gut im Haus drinnen bleibt. Für den Fließestrich wird zum Beispiel vorbereitet mit einem Nivellierlaser. Es wird ganz genau eingepasst, wie hoch der Estrich später wird, damit es keine Höhenunterschiede gibt, damit man wirklich alles schön bündig auf einer Ebene hat. Unsere langjährigen Partner bringen hier gerade den Fließestrich ein. Vorteil vom Fließestrich ist einfach, er kann wesentlich schneller weiterverarbeitet werden. Das heißt, er kann schon innerhalb von ein paar Tagen ausgeheizt werden, austrocknen. Vorteil für die Bauherren ist natürlich, ihre Bauzeit verkürzt sich weiter. Vorteil für uns als Baufirma ist, unsere Mitarbeiter und Handwerker können wesentlich schneller wieder weiterarbeiten und man bekommt natürlich einen schönen, hochqualitativen Boden. Auf den Fließestrich kann man sich vorstellen, es ist praktisch wie der spätere Boden, der dann weiterverarbeitet wird. Das heißt, anschließend kommen drüber Bodenbeläge, wir haben Fußbodenheizung, dann den Fließestrich, dann drauf kommen entweder Fliesen, Parkett, Laminat oder ein anderer Bodenbelag. Wir kennen ja alle die Häuser, die vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gebaut worden sind. Diese Häuser haben ganz oft lange Gänge, finstere Treppenhäuser. Das ist heutzutage im Jahr 2020 ganz anders. Die meisten Bauherren entscheiden sich für ein Wohnen mit offenem Wohn-Ess-Bereich, ein Wohnen ohne große Gänge, sondern eigentlich wirklich für große, weite Räume, helle, lichtdurchflutete Räume. Ohne, wie gesagt, lange Gänge, Treppenhäuser findet man heute fast kaum mehr in den Neubauten. Ganz wichtig ist für die Bauherren mittlerweile barrierefreies Wohnen auf einer Ebene, Wohnen ohne Treppen, Wohnen ohne Stufen, ohne irgendwelche Schwellen. Auch bei der Familie Tauscher, sprich bei diesem Haus, ist das Thema barrierefreies Wohnen wichtig. Das heißt, es wird schon in die Zukunft gedacht. Wenn man später zum Beispiel mal krank werden sollte, wenn man mal einen Rollator brauchen sollte, falls man mal mit Krücken nach einem Sportunfall unterwegs sein sollte oder einfach anderweitig eingeschränkt ist, kann man wirklich auch sagen, es ist Wohnen mit Blick in die Zukunft.